Das Abrechnungsservice der Salzburger AG für Hotels und Gastronomie erleichtert die Verwaltung von E-Ladestationen erheblich. Es ermöglicht eine automatische Abrechnung der Ladevorgänge ohne zusätzlichen Aufwand für den Betreiber. Dies erspart Zeit und Aufwand und schafft gleichzeitig einen zusätzlichen Service für die Gäste. Ja, wir sind da heute im Hotel Habachklause in Bramberg. Und das Hotel Habachklause ist ein klassisches Elektrikerprojekt. Das heißt, die Besitzer vom Hotel haben bei ihren Elektriker des Vertrauens eben nach einer Ladelösung angefragt. Der Elektriker hat beraten über individuelle diverse Ladelösungen, unter anderem über die intelligente oder über eine intelligente Ladelösung in Kombination mit dem Abrechnungsservice der Salzburger. Und die steht jetzt eben am Gästeparkplatz vom Hotel. Das Hotel Habachklause in Bramberg ist ein familienfreundliches Resort inmitten der Kitzbüheler Alpen. Es bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Kinder inklusive betreuter Programme und Naturerlebnisse. Umgeben von Wiesen und Wäldern ist es ein perfekter Ort für erholsame Familienurlaube. Und die Anreise funktioniert natürlich ganz einfach mit dem E-Auto. Es hat sich natürlich mit der Geschäftsentwicklung auch so ergeben, dass halt die Kunden immer mehr und mehr mit Elektroautos angereist sind. Unser Kernmarkt ist der deutschsprachige Gast, großteils auch aus Süddeutschland. Und die Anreise mit einem E-Auto passt da einfach genau unserer Reichweite. Umso mehr Kunden gekommen sind mit den E-Autos, desto wichtiger war es für uns eben auch, dass wir die Möglichkeit bieten, dass der Gast sein Auto bei uns auch aufladen kann. Das Abrechnungsservice bietet Hotels und Gastronomiebetrieben den Vorteil einer Übersicht über alle Ladevorgänge mit einem optionalen Monitoring-System. Zusätzlich ermöglicht es, den eigenen individuellen Tarif zu bestimmen und sorgt anschließend für eine transparente Abrechnung. Der Hotelier legt eben seinen eigenen Ladetarif an der Ladestation fest. Und wenn dann ein E-Auto-Besitzer tanken will oder laden will, gibt es diverse Zahlungsmöglichkeiten. Das ist einmal mit Direct Payment oder mit PayPal. Das ist ganz einfach, der E-Auto-Besitzer scannt den QR-Code, der an der Ladestation oben ist, kommt dann auf die Bezahlplattform, gibt die Kreditkartendetails ein, und also wie beim Online-Shoppen praktisch. Und dann natürlich mit der Ladekarte, also mit RFID-Karten. Und wenn dann Gäste aus dem Ausland kommen oder aus anderen Bundesländern von Österreich und nicht die Salzburger Ladekarte haben, haben wir über 500 Roaming-Partner. Also bieten wir die Möglichkeit, mit 500 anderen Ladekarten praktisch an der Ladestation zu laden. Wir haben das eigentlich schon seit 2018 im Betrieb, war aber damals noch nicht so das Thema. Wir haben jetzt heuer einen größeren Umbau gehabt, haben da dadurch unsere Zielgruppe einfach auch nochmal einen Weg besser erreicht und gerade auch die Zielgruppe, sage ich mal, die Elektroautofahrer. Und wir haben auch gemerkt, es ist wichtig, dass wir uns in dem Bereich auch weiterentwickeln. Und gerade das Abrechnungssystem ist einfach entscheidend bei dem Punkt da, weil wir sagen, es hat eine Wertigkeit, es muss transparent und vertrauenswürdig sein. Und der Gast soll einfach ein gutes Gefühl haben, wenn er seine Kreditkartendaten oder seine persönlichen Daten für die App hergibt, dass er einfach ein vertrauenswürdiges Unternehmen hat, mit dem er dort zusammenarbeitet. Und da ist die Salzburger AG als Paradeunternehmen einfach prädestiniert dafür. Das Abrechnungsservice der Salzburger AG unterstützt Hotels und Gastronomiebetriebe dabei, E-Ladestationen effizient zu betreiben, indem die Abrechnung der Ladevorgänge automatisiert wird. Für Betreiber bedeutet dies weniger administrativen Aufwand, während die Gäste von einem bequemen und flexiblen Ladeservice profitieren. So wird der Service für beide Seiten reibungslos und einfach gestaltet.